also du musst Pipi machen draußen. Du machst Pipi, du kannst aber, da kommt ein Auto, du packst schnell ein. Aber ich mach's ja nicht. Aber Pipi ist ein bisschen immer nur tausend da, oder geht das? Was? Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's Marjorie. Im heutigen Video geht es um das Thema Hygiene. Stellt euch einfach mal vor. Bonjour. Enjoy. Papi. Leopold Bastuk. Marshall. Simone. Okay, erste Frage, seid ihr bereit, Jungs? Ja, natürlich, schieß los. Erste Frage, wie oft sollte man sich am Tag duschen, beziehungsweise in der Woche? Zweimal. Und wenn man Sport macht, sogar öfter. Wie oft sollte man sich in der Woche duschen? In der Woche? Immer jeden Tag. Eigentlich also jeden Tag. Nein. Im Sommer zweimal. Nein, hör zu. Wie oft sollte man sich in der Woche duschen? Mindestens 14 Mal. Mindestens 14 Mal. Mal zwei rechnen. Immer. Weil je nachdem. Je nachdem, ob du Sport machst. Das ist wichtig. Okay, okay. Sind, bei morgens sowieso, ne? Als Frau 24 Mal. Und als Mann 14 Mal. Wie oft sollte man sich am Tag duschen? Zweimal. Okay. Also ich dusche nicht so oder so zweimal am Tag. Ich habe gelesen, dass es ja nicht gesund sei, sich öfters zu duschen, weil irgendwie die Haut wird davon geschädigt. Das habe ich tatsächlich auch gelesen. Was. Aber habt ihr irgendwelche Auswirkungen bekommen? Ja. Nein. Geht es euch schlechter? Nein. Ich gebe dir recht, aber die sind ja schwarz. Uns gibt's Seife, Massen, Wut, Duschen. Weißt du, aber. Wenn man duscht, man sollte nicht nur einfach duschen und dann rausgehen. Ich glaube, das ist doch was mit Waschlappen. Wie duscht man sich denn richtig? Mit Gorn, man duscht. Wie würdet ihr anfangen? Linuka. Dieses Stahl-Dings da. Die Stahl-Dings. Weil ich mach das mit Spaß, ne? Ich weiß nicht, ob Leute Probleme damit haben. Aber ich geh rein. Wasser, Musik immer am besten. Wasser, du singst. Wenn du singst, du duschst noch mit. Du duschst noch besser. Ne? Und dann Linuka. Es darf nicht fehlen. Wasser. Seife. Muss erklären. Machst ein bisschen nass und dann geht's los. Hier ist sehr wichtig. Da auch. Da. Maulobate, aber da auch. Ja, ich meine. Sehr wichtig. Auch ja, und danach, so lange wie jeder braucht. Ja. Und bei mir ist es immer, es kommt immer drauf an, wenn ich morgens zum Beispiel rausgehe, dann brauche ich nicht wirklich so lange, um aus der Dusche rauszukommen. Aber wenn ich natürlich auf eine Party gehe oder so, dann lässt man sich Zeit. Ah, da muss ich, ja, weil ich muss rauskommen und die Mädchen riechen. Ah, okay. Das ist sehr wichtig. Nächste Frage. Wie oft putzt ihr euch die Zähne? Ja, zweimal, morgens, abends. Okay, stopp. Wie oft putze ich? Ich putze immer nur morgens, ja. Und du? Morgens, abends. Aber je nachdem, was man isst, auch kann man zwischendurch auch machen. Und du? Zweimal. Wirklich? Abends. Du? Zweimal auch. Also bei mir ist es sehr unterschiedlich. Wenn ich den Ferien habe, ich bin zu Hause, ich esse zum Beispiel Süßigkeiten mit viel Salz, dann putze ich auf jeden Fall nochmal meine Zähne, weil davon kann man wahre Karies und Bakterien kriegen. Aber allgemein zweimal, ne? Oder einmal, weil wenn man müde ist, dann will ich mal zum Trinken gehen. Ja, ich auch zweimal morgens und abends. Nein, das ist blöd. Ja, es gibt mir die Blöcke. Ich putze morgens. Ich putze auch mal morgens, wenn ich Kuchen esse, putze ich auch meine Zähne. Und vor Partys natürlich, da putze ich auch nochmal. Ja. So, ja. Ja, ich muss noch rausgehen und... Okay, Leute, nächste Frage. Hier, Zahnpasta und dann Wasser oder erst Wasser, dann Zahnpasta? Zahnpasta. Lass mich schneiden. Was, wie machst du? Also ich mache erst mal Zahnpasta drauf, dann mach ich ein bisschen... Also du machst einfach so nass. Ich kopf das noch ab, ne? Wenn du ein Dreck Als Maul.
Wasser. Nein, erst feucht, Zahnpasta und dann nochmal Wasser und dann in den Mund. Ja, genau. Oh. Und du machst, ja. Er lässt es noch tropfen. Nein, ich mach Wasser und dann tropfe ich das ab. Er lässt es auch tropfen. Nein, ich mach das, diese Tröpfchen weg, weißt du? Oh, Bro, warte. Du musst aber Zähne, Bro. Ja. Mach, mach seine Zahn, bist du nochmal trocken. Nein, nicht trocken. Das ist schön. Die ist doch feucht danach. Au, oh, der Mund wird sowieso nass danach. Na, egal. Aber guck mal, so, wenn, sagst, guck, boch, du sagst, der Bock, nee, wenn du, wenn, guck, wenn du Wasser drauf machst und du trockst das nicht ab und du tust das in den Mund, dann läuft das hier runter. So. Wie macht das Spaß, wenn das hier und da runterläuft, ja? Dann weiß ich, ich hab Zähne geputzt. Okay. 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 Auf was einigen wir uns jetzt? Wie putzt man sich die Zähne richtig? Stopp. Sagt ihr, wie putzt man sich die Zähne richtig? So wie natürlich, man putzt, gesagt, man putzt so die Zähne. Zahnbürste, Wasser unterhalten. Sauber machen, Zahnpasta drauf und dann nochmal Wasser. Und danach in den Mund reinstecken. Ja, ja. Dankeschön. Aber Malte, ich habe eine Frage. Also ich bin zwar ein... Ich mach das mal nicht so, aber ich teste das mal. Ja, ich meine, was sagst du? Kennst du, es gibt auch ein paar Leute, die gehen in ein Hotel, so ein Hotel, ne? Ich schlafe auch, putze nicht Zähne, kennst du das? Aber bei uns gibt es das nicht, bei uns, weil wir in einem Hotel, wir haben Zahnbürste mit gehabt. Aber du wolltest sagen, du warst Hotel. Ja! Nächste Frage. Ihr kennt das doch, wenn ihr etwas am Essen seid. Ihr seid zu Hause, seid was am Essen und es fällt euch auf den Boden. Was macht ihr? 30 Sekunden. Genau, es kommt darauf an, was das ist. Wenn das so geht es oder so, ich helfe mir, oder Bonbon, ich helfe mir auch. Aber wenn das so ölig ist. So, keine Ahnung, so wie etwas. Stell dir vor, dein Burger fällt runter. Schmeiß es weg. Nein, ich esse das. Aber wenn Joghurt. Hochzeigemann? Spinat und so nicht. Hochzeigemann? Spinat auch. Nein, Spinat nicht. Das geht doch nicht. Also bei mir, wenn ich ein Burger hole, das fällt auf Boden. Dann schieb ich ihn auf, aber ich will es meinen Freunden sehen. Dann schieb ich es meinen Freunden, weil ich will nicht umsonst so Geld bezahlt haben. Und das will ich. Dann gehe ich. Und kann das wieder. Nein, 3-Sekunden-Regel. Jeder kennt das. 3-Sekunden-Regel. Mann, das blöd geht. Oh, ich hab nicht das Mann, ich schritt doch gerade. Hallo, stopp, stopp. Ja, Bonus, ich ekel mich manchmal schnell. Ja, blöd. Ich esse auch manchmal, ich esse, wenn ich Hunger habe. Ah, der Blöd. Wir sind ein paar Lügner unter uns. Ja, auf jeden Fall, das erste vor kurzem. Wir waren draußen, ich habe in der Akkusphase ein Bonbon geschenkt bekommen. Ja. Ich mach das auf, mir fällt das runter. Ich heb das auf, schüttel das in den Mund. Alle hier. Ich auch. Oh, das war nicht gut. Gehst du. Ja, wer hat gesagt, nicht oder nicht? Ja. Voll der Hände, ja. Ich hab nicht gesagt, ich war noch nicht mal da. Aber bei uns schwarz ist das so. Bei uns schwarz ist das so. Wir mögen das nicht, so dreckige Sachen von uns. Ey, nein, ey, Bonjour, bitte. Hört auf damit. Es ist einfach Fakt, es gibt die 3-Sekunden-Regel. Ne? Zack! Na, Monoko. Bei mir gibt es das nicht. Gibt's nicht. Maturin, du Bonus, dreckig. Bei mir zu Hause, ich esse. Bei mir zu Hause, ich esse auch nicht, Bruder. Meine Mutter ist mit nackten Fuß. Oh, was ist los mit dir, Bruder? Gibt's nicht, Bruder. Ich esse weg. Okay. Nächste Frage. Nehmen wir mal an, da ist ein sichtbarer Fleck auf eurem Oberteil oder auf eurer Hose. Würdet ihr es dennoch anziehen? Sieht man das? Ja, ja. Sichtbarer Fleck. Ein sichtbarer Fleck. Sichtbar für mich oder für andere? Hier ist ein Strich. Okay, gehst du und schrack mich. Das ist anders. Hier ist ein Fleck. Aber Adjo. Der trägt trotzdem. Ich wollte auch sagen. Nein, der holt nicht. Erstmal, es stinkt nicht. Für mich erstmal kommt es darauf an, wohin ich gehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kumpel besuchen gehe, ist er mehr, ja? Ah, wenn ich nach Ulat, dann muss ich. Ich zur Schule gehen. Wenn ich mich aber jetzt mit einem Mädchen treffe. Also, wenn ich zu meinem. Die muss spüren, wenn ich komme. Wenn ich ankomme, das Mädchen muss spüren. Das heißt, da darf man nicht so komisch aussehen. Da darf keine Flecken. Jetzt kannst du reden. Ja, schon gut, schon. Ich würde sagen, zur Schule kann man mit Flecken gehen, aber ich gehe nicht mehr zur Schule. Meinst du, ich gehe gar nicht, ja. Meinst du zu Hause oder bin ich auf Straße? Raus. Du hast einen Fleck. Gehst du raus oder nicht? Also sag dir ehrlich, wenn ich einen miesen Fleck habe, ich habe keine Zeit, ich hab's eilig, ich gehe dann raus. Okay. Jetzt mein Bus kriegen muss, ich gehe raus. Ich will nicht nur warten. Hast du kein Auto mehr? Nicht? Führerschein abgenommen, ja? Leute, ich hab den Unfall, wo Führerschein weg. Ich war auf Fahrer, Alter. Wie oft soll...
Also ich sag jetzt erstmal Männer, ja. Wie oft sollte man seine Unterwäsche wechseln? Jeden Tag! Nach jeder Dusche und jeden Tag. Nach jeder Dusche und jeden Tag. Vor allem, wenn man Fitness macht. Oder also, mir hat ein Junge gesagt, dass er seine Unterwäsche erst 2 Tage spart. Hauptdamit! Hauptdamit! Nein, ich hab noch was bitte, ja? Ja. Also, du musst Pipi machen draußen. Du machst Pipi, du kannst aber, da kommt ein Auto, du packst schnell ein. Ich mach deine Kraft. Aber was ist denn mit dir? Aber Pipi ist ein bisschen immer nur zu Hause da, oder geht das? Was? Ich wechsle meine Unterhose, glaube ich, zweimal am Tag. Nicht noch 2 Leute, 3 Leute, ich schwöre, Ich hab ja Frauen hier, könnt ihr antworten. Jeden Tag. 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 Je
manchmal drei Wochen. Die waren echt. Ich mach's. Ja, sie ist kaputt. Die Schuhe aus, ne? Die ist schwarz. Die ist schwarz. Ich hab gesehen, die war kaputt. Zieh mal Schuhe aus, zieh mal. Beide. Ja, ich geh nicht im Video. Nicht im Video. Aber. Ja, ich wechsle nach Lust und Laune, ja? Lust und Laune. Ich wollte dann sagen, ja, Lust und Laune. Okay. Gut, Lara, du weißt selber. Die wechseln deren Socken aus Lust und Laune. Ja, ja. Normal, lass es locken, Alter, das ist egal, ja, irrelevant. Hauptsache, deine Füße gestimmt. Lass es locken. Du hast gesagt. Hauptsache, Füße reinigen. Sauber, ja? Weil die in den Kommentaren jetzt gleich lügen werden, ne? Voila, ich schau euch alle auf damit. Wir kennen eure Gesichter. Oba Numbasso, Leute, hey Bibino. Also wir wissen, wer stinkt. Ja? Okay. Also hört auf damit. Gut, ich danke euch. Ich bin an die Blitze. Schreibt keine falschen Sachen in den Kommentaren. Ich danke euch, dass ihr heute wieder bei mir eingeschaltet habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem neuen Chip-Chat. Seine danke, dass ihr da wart. Normal, ja, 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 ja. Bei dem Kupa, die kann man mehr weg. Einmal ein Bio-Schuh. Einmal ein Bier. Fertig.